Und da sind wir schon wieder, um den Zeitplan einzuhalten. Kurze, ganz kurze Pause. Aber wir sind ja flexibel hier. Und Mittagessen wird eh überbewertet. Also wir starten rein ins erste Achtelfinale, ins erste K.O.-Spiel. Jetzt geht es wirklich um die Wurst, der VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Das bedeutet wirklich, nach den Eindrücken der Vorrunde, mit einer klar verteilten Favoritenlage. Denn die Stuttgarter ungeschlagen durchmarschiert. Und jetzt mit der frühen Führung für den VfB Niklas Franz Voll. Und diese Partie, die haben wir hier nochmal klasse rübergelegt und dann gegen die Laufrichtung des Torwarts vollendet. Ganz, ganz cool gemacht. Schöner Abschluss. Also, diese Partie gab es ja schon zum Auftakt für Stuttgart und für Hannover. Das gewann der VfB mit 3:1. Also die Wiederholung vom ersten Spiel der beiden Mannschaften. Das vielleicht so der kleine Nachteil am Modus, der sonst aber ganz viel Lob von den Mannschaften erhalten hat, mit dieser Einteilung in Regionaltöpfe und der Gestaltung des Spielplans. So, Eckball, nächste große Möglichkeit für Niklas Voll. Und der Gruppensieg war jetzt schon wichtig, denn ohne der Hannover 96 zu nahe treten zu wollen, der Eindruck bisher war noch nicht so positiv, trotz des 1:1 heute Morgen dann gegen Schalke 04. Wolfsburg da so gefühlt für die Kölner dann im zweiten Spiel gleich etwas anderes Kaliber, sodass dieses 9-Meter-Schießen, was wir gerade gesehen haben, schon wichtig war. Schiedsrichter der Partie David Jackson, 22 Jahre jung, pfeift für Eintracht und Heide, gestern sein Freeway Cup Debüt gegeben und dabei fehlerfrei und hochsouverän geblieben. Also viel Erfolg auch ihm heute für Tag 2. Die Schiedsrichterleistung, wir haben es gestern schon mal betont, außerordentlich gut und positiv zu bewerten. Auch wenn jetzt die Anforderungen mit den K.O.-Spielen natürlich nochmal steigen wird, einfach weil alles ein Stück weit emotionaler gesehen wird. Aber wir sind guter Dinge, dass sich die Schiedsrichter da wie im Vorjahr auch richtig gut schlagen und verkaufen werden. Spielzeit hat sich jetzt in der K.O.-Runde erhöht von 12 auf 15 Minuten, also 3 Minuten länger. Hannover ja noch nicht so durchsatzkräftig im Turnier, haben in der Vorrunde ganze 4 Tore erzielt in 4 Spielen. Das ist in der Halle sicherlich etwas wenig. Stuttgarter 11-mal erfolgreich. Ball zurückgelegt. Hannover ja bis auf eine einzige Ausnahme bei jeder Ausgabe dabei gewesen. Das ist die 19. von 20 Teilnahmen.
2012 zogen sie einmal ins Endspiel ein und haben jetzt den Ausgleich erzielt. Heiko Gerber war sauer, der Trainer der Stuttgarter. Torschütze war Joshua Rufides. War ihm dazu passiv. Das Spiel gegen den Ball der Stuttgarter. Also 1-1 für den Außenseiter in diesem Spiel. Die Stuttgarter jetzt noch mal ein bisschen anstacheln hier. Wir haben es ja im letzten Jahr erlebt, dass die Favoriten, die Mannschaften, die weit vorne im Tableau waren, im Achtelfinale reihenweise ausgeschieden sind. Da hat aber jemand was gegen und der heißt Babis Drakas. Dürfte in der Scorerwertung ziemlich weit oben dabei sein. Abschluss oben links in den Giebel. Ganz auffälliger junger Mann hier beim VfB. Nächster Angriff der Stuttgarter rollt an. Also 19 Teilnahmen für Hannover. Bleibt nicht aus, dass da auch der eine oder andere Prominente, mittlerweile Prominente, hier auf der Platte stand. Marcel Halstenberg, gestern noch für RB Leipzig aktiv, 2007 war er hier. Konstantin Rausch, 2006 hier in Lübeck gewesen. Waldemar Anton, 2012. Timo Hübers, 2012. Adriano Grimaldi, 2007. Und das haben wir ja gestern schon mal kurz drüber gesprochen, Per Mertesacker. Und ich habe angefragt, ich habe bisher noch nichts bekommen. Videomaterial von Per Mertesacker hier in der Karlsruhe-Halle. Das hätte ich gerne mal gesehen. Also nichts gegen Per Mertesacker. Toller Innenverteidiger, möglich Weltmeister, alles gut. Aber hier in Lübeck in der Halle hätte ich ihn gerne einmal spielen sehen. Wahrscheinlich war das nach Tag 1 die Geburtsstunde der Eistonne. Hat er sich zum ersten Mal reingelegt mit 16. Ausgleichschance jetzt für die Hannoveraner. Um mal wieder zum Thema zu kommen. Adem Bodrimay war das mit der Möglichkeit für die 96er. Klasse rübergelegt. Drakas. Immer wieder quirlig. Kaum vom Ball zu trennen. Abschlussversuch, der geht in die obere Etage. Foto würde mir auch schon reichen. Von Per Mertesacker hier in der Karlsporthalle. Zeigt auch, wie gewachsen das Turnier mittlerweile ist, dass wir jetzt über Spieler reden, die ihre Karriere mittlerweile beendet haben, die hier mit 16 gespielt haben. Das war vor ein paar Jahren undenkbar. Das sind alles noch junge Burschen. Abschluss, Nachschussmöglichkeit, aber voll bekommt den Ball nicht ganz kontrolliert. Freistoß nach Foul an Finn Martin Scharenberg, der körperlich ja sicherlich den anderen Nachteil hat und sich trotzdem immer wieder reinhaut. Kein Ball verloren gibt, immer wieder dann auch gefoult wird, weil er sich so gut behauptet. Scharenberg hier mit allem, was er hat. Voll dabei in der Halle, da haben wir wieder Scharenberg. Dem alten Motto, hoch und weit, bringt Sicherheit, auch in der Halle.
Von einer von beiden Mannschaften werden wir uns gleich verabschieden. Schussversuch. Jetzt hat die große Möglichkeit. Hannover sehr weit aufgerückt und bekommt da das Foulspiel. Wieder der Hinweis auf Pfiff. Da sind Schiedsrichter sehr, sehr konsequent, sehr, sehr kommunikativ. Versuch hier. Hannover erhöht das Risiko. Was sollen sie auch anders machen? Diese Fehlpässe tun natürlich weh. Was Stuttgart immer wieder gut umschaltet hier. Der Pass etwas zu ungenau. Ich glaube, Freistoß gibt es. Vielleicht haben wir da nochmal eine Wiederholung von. Haben wir, natürlich haben wir das. Oh, das war im Strafraum. Also hätten wir beim Freeway Cup den Videobeweis. Meinst du, kriegen wir das nochmal eingespielt? Einmal war schon super. Oh, überragend. So, und jetzt das Foul passiert ja im, auf der Linie im Strafraum. Danke an Regie, super gut. Gab aber keine großen Proteste. Aber das wäre natürlich die Riesenchance zum Ausgleich gewesen. Aus Hannoveraner Sicht natürlich sehr, sehr ärgerlich. Da hätte sich Stuttgart über einen 9 Meter nicht beschweren dürfen. Ganz im Gegenteil. Aber ich sage es ganz ehrlich, Gott sei Dank haben wir den Videobeweis hier nicht. Liegt wahrscheinlich daran, die Kreissporthalle hat keinen Keller. Das ist wahrscheinlich die Begründung. Wir haben keinen Keller. So, 3 Minuten noch. Oh, das ist fast das Eigentor. Eckball. Lasse zurückgelegt auf den Torwart. Und da haben wir das Torwarttor. Lasse Detmar. Das hat mir Stuttgart dann nicht auf dem Schirm. Da haben wir den Torschützen, Detmar. Da hat er sich rangeschlichen und wunderbares Schusstraining ins kurze Eck. Also 2-2. Nächste gute Möglichkeit für Stuttgart. Das wäre doch ein Ding hier, wenn Hannover ins 9-Meter-Schießen kommt. Vielleicht ja sogar noch mehr. Und dann ist das Turnier bisher völlig egal, weil im 9-Meter-Schießen haben wir sicherlich auch den Faktor Glück dabei. Wäre eine faustdicke Überraschung. Nächste Chance für Hannover. Wenn die Stuttgarter hier ausscheiden würden. Müssen jetzt sicherlich wieder einen Gang zulegen. ...1:30 vor Ende. Jeder Treffer kann jetzt entscheidend sein fürs Weiterkommen. So, Check hier an der Bande. Nochmal die Ermahnung von David Jackson. Ja, die Checks an der Bande ist völlig richtig. Da gleich für eine klare Sprache zu sorgen. Einmal noch, dann gibt sie 2 Minuten. So, Abstand muss eingehalten werden. Jetzt gute Freistoßmöglichkeit. Uhr ist angehalten, 1:17 auf der Uhr. Jeder Treffer, wie gesagt, ist jetzt entscheidend. Klasse gespielt und das Tor für den VfB. Torschütze Daniel Frimpong. Super gespielt, super Laufwege. Ganz schwer und ganz eklig zu verteidigen.
3-2 für den VfB Stuttgart. Also Hannover hat jetzt den Feldspieler am Tor, geht jetzt nochmal volles Risiko, wollen natürlich nochmal den Ausgleich, wollen nochmal zurückkommen. Zweimal haben sie es schon geschafft. Halle ist jetzt auch da, man merkt jetzt, es ist K.O.-Runde. So, nächste Möglichkeit für den VfB. Klasse Ball behauptet wieder, das macht großen Spaß, der Nummer 7 hier zuzuschauen. Babi Strakas. So, das ist wieder Frimpong. Frimpong trifft zur Entscheidung. Das war's. Daniel Frimpong mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel und der endgültigen Entscheidung. Der VfB Stuttgart wird ins Viertelfinale einziehen und wir verabschieden uns gleich von Hannover 96. 4 Niederlagen sind es dann und ein Unentschieden für die Hannoveraner. Gibt es nochmal die Möglichkeit? Nein, 3 Sekunden. Das war's. Herzlichen Glückwunsch an Stuttgart. Vielen Dank an Hannover 96. Wir gehen in den kurzen Werbeblock und sind gleich wieder da mit Köln gegen Wolfsburg.